So. Ich will mal hoffen, dass das Video jetzt aufnimmt. Eben gab es einen Kartenfehler. So. Hallo und herzlich willkommen. Moment. Er ist der sogenannte, wie es mein ehemaliger Mitbewohner Alex nannte, Konversationsschluck, der standardmäßig bei mir passiert. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Statement zu Platz 83 meiner Top 100 Lieblingsfilme. Wer gestern schon auf meinen Link geklickt hat, den ich hier und da gepostet habe, wird festgestellt haben, dass er plötzlich nur eine Fehlermeldung bekam, dass da Content von Fox verwendet wurde, was nicht autorisiert war. Ist ja ganz klar, ich meine, das ist ein Hobby-Review sozusagen. Ich gehe ehrlich zu Fox hin und sage, hey, ich möchte diesen Film vorstellen und ich gebe euch mal eben $10.000 oder keine Ahnung, oder vielleicht kostet es doch gar nicht, aber ne, wer macht das schon, da hinzugehen und zu sagen, ich will diesen Film vorstellen, darf ich das? Ne, macht natürlich kein Mensch. Es ist ja auch nicht im Bösen passiert, sondern eigentlich ja nur im Guten. Ich möchte ja einen Film vorstellen, der mir gefällt. Aber das ist wohl offensichtlich gar nicht so leicht. Ja, also das, man könnte es ja als kostenlose Werbung ansehen und damit ist es ja offensichtlich was Böses. Muss jeder selbst wissen. Der Film wäre, wer es jetzt überhaupt nicht mitbekommen hat, Titanic gewesen, gedreht von James Cameron. Ich finde ihn sehr gut. Offensichtlich, oder vielleicht haben die Filmfirmen auch irgendwie Angst davor, dass dass wenn ich den gut finde, den andere jetzt plötzlich schlecht finden oder so. Ich weiß ja nicht, was da die Logik hinter ist, so ein paar Ausschnitte da als Bestand anzusehen, als ein Tatbestand möchte ich es mal nennen, dass das was Böses ist, dieses Video hochgeladen zu haben. Und es deswegen aus dem Verkehr gezogen werden muss. Jedenfalls, das Ganze bringt mich jetzt zu der Überlegung, dass ich in Zukunft sämtliche Filme von 20th Century Fox zwar weiterhin präsentieren werde, allerdings nicht so wie die anderen. Also sprich nicht mit Filmausschnitten, mit meiner Lieblingsszene, sondern ich werde halt nur so ein ganz kurzes Video aufnehmen, so 1-2 Minuten, wo ich sage, ja, diesen Film mag ich, oder wahrscheinlich wird es nur 30 Sekunden lang sein, also keine Ahnung. Also ich werde die Liste deswegen jetzt nicht neu definieren, das wäre Blödsinn. Ich mag den Film ja trotzdem weiterhin, auch wenn es da jetzt andere Probleme gibt. Und werde das dann halt nur kurz hochstellen und sagen, ja, dieser Film wäre es gewesen. Wer ihn in seinem Schrank hat, darf sich jetzt bitte den aus dem Regal ziehen und mal eben kurz sich ein paar Szenen davon angucken. Und wer nicht, der hat dann offensichtlich Pech gehabt. Ja, und tut mir ein bisschen leid, aber ich sehe da jetzt erstmal keine andere Möglichkeit, weil ich hatte auch keinen Bock, denn, dass irgendwie mein Account oder so gesperrt wird, nur weil ich es wage, Filme vorzustellen, die mir gefallen, und da halt kurze Szenen irgendwie einzunehmen. Ja, der Film, der hinter mir steht, manch einer hat vielleicht den Blick drauf und erkennt ihn jetzt gar nicht, das ist auch gut so. Das wird ein Review, was in ein paar Tagen dann kommt. Nicht das nächste, sondern noch danach. Und ja, ne, das hat also jetzt hiermit nichts zu tun. Ich wollte das nun mal eben so einschieben. Gut, so. Das wäre es auch wieder gewesen. Hat mich gefreut, dass ihr dran geblieben seid. In 2 Tagen geht es diesmal weiter, weil gestern wäre ja der normale 3-Tage-Rhythmus losgegangen. Wurde ja leider unterbrochen. In 2 Tagen deswegen kommt schon der nächste Platz. Und dann geht es, wie gesagt, hoffentlich ohne Probleme weiter so vor. Wie gesagt, Filme von 20th Century Fox werden in Zukunft nur noch in dieser Art präsentiert werden. Na, tut mir auch leid, ich hätte sie gerne etwas ausführlicher beschrieben, whatever. Also dann, macht's gut, Freunde, und ihr wisst ja, ne, deutsches Wasser, immer wieder einen Schluck wert.